Also die erste Überraschung. Oje, das schaut nicht gut aus. Das sind Röntgenbilder. Das ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es mein Knie ist. Aber es ist wahrscheinlich auf die Verletzung zurückzuführen. Und ja, es geht mir recht gut, muss ich sagen, zurzeit. Ich bin natürlich sehr hart am Arbeiten, aber ich bin zufrieden mit den Fortschritten. Es war im Sommer einmal eine Zeit, wo es ein bisschen schwieriger war, aber die habe ich jetzt ganz gut übertaucht. Und jetzt bin ich schon sehr viele Tage auf Schnee gewesen und es wird jeden Tag besser. Und das ist das Gefühl, ja, das taugt mir einfach. Also es wird wirklich, umso länger es her ist, umso besser wird es. Und es war sicher ein großer Kampf, aber ich glaube, ich habe das Größte schon überwunden. Die Beziehung zum Knie ist schon fast wie eine zweite Person, weil man erfährt über das Knie viel über sich selbst. Also man lernt sich selbst besser kennen. Und das Knie natürlich auch. Und man redet auch ab und zu mit dem Knie. Und man muss immer wieder gut zureden, wenn es dann einmal nicht so gut läuft. Und deswegen ist sicher eine Beziehung da. Und nicht nur zu einem, sondern eigentlich zu beide. Und ja. Nächstes Thema. Okay. Was ist das da? Wanderkarten. Da suchen wir jetzt gleich die nächste Wanderung für morgen raus. Das zum Beispiel ist mir extrem abgegangen, wo ich verletzt war, dass ich nicht so in die Natur habe können, dass ich ein bisschen mich eingesperrt gefühlt habe. Ich war sehr viel im Haus und habe eigentlich den Bezug zur Natur und zum Schnee und das überhaupt nicht gehabt. Und da bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich wieder viel draußen sein kann, wieder Skifahren kann, wieder die Natur genießen kann, wieder wandern kann, wieder, ja, also man lernt es dann schätzen, wenn man mal eingeschränkt ist, dass das eigentlich wirklich so wichtig ist für den Ausgleich, fürs Leben, und fühle mich da extrem frei und kann das auch total spüren, wenn ich draußen bin. Und das ist extrem wichtig für mich. Und ja, bin froh, dass es wieder so ist. Etwas Kleineres jetzt. Aha. Ein schönes Brautpaar und ein Snowboarder. Ja, die Hochzeit war mein schönster Tag im Leben. Und ich bin einfach sehr glücklich, dass mein Mann, der Manuel, mich auch in dem, was ich mache, so unterstützen kann. Also ich glaube, wir haben uns da auch sehr ergänzend gefunden. Beide, oder er kommt aus dem Spitzensport und er versteht mir einfach, warum und wieso ich gewisse Dinge mache. Und ja, wir ergänzen uns sehr gut und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Und ja, war ein sehr spezielles Jahr, muss ich sagen, auch mit der Hochzeit. Und ja, es geht mir extrem gut dabei. Eine Hochzeit hat für mich nichts mit einer Karriere zu tun. Es ist einfach ganz was Privates und Persönliches. Und für uns war die Zeit jetzt einfach reif. Wir sind über 7 Jahre zusammen und wir haben die Entscheidung getroffen, dass es der beste Zeitpunkt ist. Also das ist, hat eigentlich auch nichts mit meiner Verletzung zu tun, sondern das war vorher schon geplant. Und ja, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, gibt es für mich jetzt da keinen Grund zu sagen, ich will meinen Namen behalten. Für mich ist wichtig, Familie zu sein und die Verbundenheit zu zeigen. Und ich denke da sehr langfristig. Also meine Karriere ist vielleicht noch einige Jahre jetzt, aber trotzdem, ich werde da mein Leben lang Veit heißen. Und das ist mir das Wichtigere gewesen. Deswegen habe ich so entschieden. Bisschen was Größeres nehmen wir jetzt einmal. Ach. Es ist ein Becher, aber es steht Rio drauf. Also, Olympische Spiele waren jetzt gerade im Sommer und
war für mich wirklich so ein Motivationsschub, weil ich bin ständig an das erinnert worden, wie es mir in Sochi gegangen ist, wie schön das ist, wenn man für Ziele arbeitet und dann dorthin fährt, die Chance kriegt, seinen Traum zu verwirklichen. Und das habe ich eben schon einmal geschafft und das war in Sochi. Und das ist mir wieder viel bewusster geworden, wo ich das in Rio jetzt auch gesehen habe, wie die Emotionen sind an der Sportler, wenn sie Medaille gewinnen. Und das hat mich extrem motiviert und ich glaube, es ist auch ja, sehr wichtig gewesen für mich im Sommer, weil es eine schwierige Zeit war mit der Verletzung. Aber so sieht man immer wieder, für was man es tut und das macht es dann aus. Ich habe alles geschaut, weil es ist für mich extrem interessant gewesen, wirklich einmal Sportarten auch zu sehen, die sonst nicht im Fernsehen sind. Und einmal Athleten kennenzulernen, nicht nur aus Österreich, sondern weltweit, die was da wirklich um die Medaillen kämpfen. Aber ja, da habe ich mich jetzt nicht auf irgendeine Sportart fixiert, sondern es ist einfach auch das Schöne zu sehen, wenn dann wirklich die ganze Welt zusammenkommt und, ja, und sich misst. Und die olympischen Medaillen oder die Goldmedaillen sind ja in jeder Sportart gleich viel wert. Also das ist ja, man steht da auf einer Stufe mit jedem Olympiasieger. Und deswegen war jede Sportart für mich interessant. Okay, eine Paper Jeans. Habe ich auch gerade an. Ist wahrscheinlich auf mein Projekt hinzuführen. Ich habe heuer die Ehre gehabt, oder ich habe letztes Jahr ein Projekt mit Paper Jeans gehabt, mit meiner eigenen Jeans-Linie, wo 5 Euro von jeder Jeans an die Stiftung in Namibia für den Schutz der Geparden gespendet worden sind. Und in diesem Zuge habe ich heuer wirklich die Chance gekriegt, da wieder nach Namibia zu reisen und die Spende, die wir gemeinsam mit diesem Projekt erwirtschaftet haben, was ich finde sehr cool war, von 7.500 Euro übergeben dürfen. Und es war wieder ein wunderschönes Erlebnis für mich in Namibia mit den Geparden und auch den Menschen gemeinsam zu sehen, was sie dort bewirken und wie wir alle mithelfen können. Und war wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt und ich hoffe, es gibt wieder mal so eins. Es ist auch schön, so Chancen zu bekommen, einmal auszuprobieren, ob man überhaupt in die Richtung denken kann oder gehen kann. Und bin sehr gut unterstützt worden, natürlich auch von den Designern von Paper Jeans, aber ich habe natürlich selber meine Einflüsse gehabt und das ist ein gutes Feedback gewesen, weil die Serie war ausverkauft und von dem her, glaube ich, ist ganz gut angekommen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Oh, ist der lieb. Ein kleiner Gepard. Ja, sehr faszinierende Tiere. Die schnellsten Landtiere auf unserer Erde. Und ich hoffe, ich kann auch bald wieder so schnell sein wie der Gepard. Der Gepard hat die Schnelligkeit, die Wendigkeit. Also der ist vom Wesen her ähnlich, so wie ich mich sehe. Und er ist den ganzen Tag über ruhig. Und dann, wenn er die Beute sieht, dann wird er wild und muss seinem Instinkt folgen, dass er halt wirklich auch zum Fressen kommt. Und er ist schnell, er ist wendig und er fasziniert mich einfach rundherum, wie er sich bewegt. Das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das passt für mich einfach perfekt und ich möchte mich dafür einsetzen, weil es wäre so schade, wenn unsere Kinder diese Tiere nicht mehr sehen können auf unserer Erde. Aber grundsätzlich ist natürlich nicht nur auf meinen Mist gewachsen. Also es ist über einen befreundeten Fotograf zustande gekommen, der sich schon dafür eingesetzt hat und der mich darauf angesprochen hat, ob ich helfen kann. Und ich war sofort Feuer und Flammen und habe gesagt, natürlich, also für die faszinierenden Tiere möchte ich mich gerne einsetzen. Und deswegen ja, haben wir schon einige Projekte gemacht. Und ja, ich denke, es wird in Zukunft noch einige geben. Kann passieren.
dann kommt eine Kugel der Weisheit. Das Matterhorn, die Schweiz. Und nochmal das Matterhorn. Ja, Zermatt ist eine sehr wichtige Stätte für die Vorbereitung für mich, nicht nur heuer, sondern auch die letzten Jahre gewesen, weil ja, das Überseetraining auch mal ausgefallen ist und ich mich da sehr wohl fühle und immer wieder gern daher komme und die Bedingungen auch meistens sehr gut sind. Die Höhe passt perfekt und ja, in der Schweiz fühle ich mich generell wohl. Es ist sehr ähnlich wie in Österreich mit den schönen Bergen und das Matterhorn bin ich noch nicht bestiegen, aber vielleicht kommt das noch. Natürlich, in Österreich ist ein bisschen mehr Rumlumi auf den Gletschern wie jetzt da, aber mit meinen internationalen Erfolgen ist es hier auch schon mehr geworden. Also, das ist generell so ein Thema, wo ich die letzten Jahre viel dazulernen habe müssen, einfach weil die Menschen sehr interessiert waren an mir, was ich mache und was ich tue. Sehr viele Kinder sind am Gletscher oben, die halt fasziniert sind von dem, was ich geleistet habe und die alle ein Foto machen wollen mit mir. Und das beim Training halt dann in vergangener Zeit für mich nicht immer so einfach war, weil es mich einfach auch immer gestört hat. Aber jetzt zum Beispiel, nach der Verletzung, ist es ganz anders geworden. Also ich freue mich richtig, wenn die Kinder kommen und sie freuen sich, wenn sie mich sehen, weil ich jetzt doch ein Jahr nicht dabei war. Und es ist wirklich eine Ehre für mich, wenn sie dann ein Foto mit mir machen wollen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich war ja letztes Jahr gar nicht dabei und trotzdem bin ich für sie aber so ein Vorbild. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ui, da ist aber nicht viel drinnen. Startnummer. Eine sehr spezielle Erfahrung. Generell die Olympischen Spiele waren für mich durch Vancouver nicht so sehr mit positiven Gedanken behaftet, aber Sochi hat das alles verändert und mit der Erfahrung von Vancouver habe ich meinen Traum dort erfüllen können. Ich habe wirklich Gold und Silber gewonnen und es ist wahrscheinlich einer der prägendsten Erlebnisse gewesen, wie das passiert ist, mit welchen Emotionen ich da an den Start gegangen bin. Und genau diese Emotionen treiben mich heute an, weil ich genau das wieder erleben möchte. Und das habe ich ganz gut in meinem Kopf abgespeichert. Also kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das habe ich gedacht, das kann nicht fehlen. Die Lara. Sehr gute Freundin. Ich war nicht einer meiner Besten im Skiweltcup. Und ja, war irgendwie schade, dass ich nicht mitwirken habe können letztes Jahr. Aber es war zumindest sehr, sehr schön, eine Freundin zu sehen, wie sie ihre beste Saison fährt und das alles abstaubt, was zum Abstauben gibt. Und habe mich echt sehr gefreut für sie. Und ich freue mich dann schon, wenn wir dann gemeinsam wieder unterwegs sein können und gemeinsam wieder Rennen fahren können. Einmal wird halt die besser sein und einmal die andere. Und ich finde das eigentlich schön dran, dass man das halt teilen kann und vielleicht gewisse Erfahrungen teilen kann und nicht nur immer sie bekämpft, sondern sie vielleicht einmal gegenseitig weiterbringt. Ich habe keine Angst vor dem, dass uns das irgendwann einmal vielleicht entzweien wird oder dass die Freundschaft vielleicht nicht mehr besteht. Die WM in Schlabing. Ja, es war eine sehr spezielle Erfahrung, zu Hause eine WM zu fahren. Aber es hat mich sehr gestärkt und ich bin in mir sehr gereift in der WM und habe aus der Kraft, glaube ich, meine Medaillen in Beaver Creek gewonnen und bin eigentlich dem allem sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Es war natürlich nicht leicht, aber es hat eben auch gewisse Vorteile und die habe ich mir, glaube ich, ganz gut rausgeholt und habe es ganz gut umgesetzt
mit dem, was ich daraus gelernt habe. Und ich hoffe, ich kann das auch noch weiterhin dann so machen bei der nächsten WM in St. Moritz. Weil steht für mich eigentlich über sehr vieles, weil der Ort und das Flair dort so speziell war. Und dann auch noch mit meinen Erfolgen natürlich das Pünktchen am I. Also das war eine WM, die wird man so schnell nicht erleben. Also von meiner Stimmung her, von dem her, dass eben der Manuel dabei war, ja, das war für mich ein Wahnsinnserlebnis. Ich bin Titelverteidigerin, habe meinen Startplatz, aber natürlich eine WM ist immer anders wie ein Weltcuprennen, weil es sind die Bedingungen meistens anders, das Rundherum ist anders und ich glaube, dass es sehr wichtig wird für mich, bis zur WM hin im Rhythmus zu kommen oder in den Rennrhythmus zu kommen, den ich auch die letzten Jahre schon immer gesucht habe vor einem Großereignis. Und wenn ich das schaffe, dann glaube ich persönlich, dass das ja oder alles möglich ist, weil es geht ja bei einer WM einfach um ein Rennen, einen Tag und da muss alles zu 100% passen. Das kann man nicht vergleichen mit einer Kugel, das ist eine ganz andere Leistung. Und ja, das kann einen zusätzlich motivieren, kann aber auch ja, Schwierigkeiten mitbringen. Aber wenn ich grundsätzlich daran denke, dann habe ich sicher alle Chancen.